schmeckte köstlich, deliciosissimo. Ey Martino, du heute machen Pasta? Nix, ich nix machen Pasta. Problem mit Pasta, nix Topfpasta, ey Basta, Basta. Ey, wenn du nie machen Pasta, was du dann machen? Ich machen Deutsche. Deutsche? Du wollen Steche? Ey, warum? Warum Kinder nicht gehen Telefono, hä? Mamma mia. Hallo? Oh, Betty. Ja, hi. Ja, und ob ich die Nummer noch haben will? Ja, ich muss sie dringend anrufen. Ja, Moment, ich brauch was. Ah, oh, Mist, das, Moment, ich. Das. Ja? Ach, was? Moment. Nein, ich will sie nicht dreimal aufschreiben. Ich will sie nur einmal aufschreiben, aber keiner von den Stiften. Haben Sie Kinder zwischen 10 und 20? Nein? Dann können Sie es auch nicht verstehen. Augenblick, Problem gelöst, ja. So, schießen Sie los. Und jetzt. Oh, Scheibenkleister! Ich weiß, was ich getan habe. Ich habe zu fest aufgedrückt, ich weiß. Oh, Mr. Kelly. Ah, Natsch, schnell. Hast du was zu schreiben da? Bitte. Nicht deine Hand. Etwas, womit ich schreiben kann. Hier, nehmen Sie doch Jennys Zauberschreibtafel. Okay, fein, danke, okay. Ja, los, Betty, schießen Sie los. Wagen Sie es nicht mehr mit Bleistiftzücken fertig loszukommen. Einfach nur die Nummer. Ja, Ja, fein, danke. Danke, Betty. Ciao. Simon, Debbie. Was gibt's denn, Dad? Würdet ihr bitte mal herkommen? Was gibt's denn? Es gibt gar nichts, kommt einfach her. Tja, ich hoffe, es macht Ihnen nichts aus, aber ich bin jetzt auch da. Nein, es macht mir nichts aus, Nat. Wird auch Zeit, dass du da bist. Also, warum findet man nie einen Stift in dieser Küche? Ach komm schon, hier liegen da Stifte in rauen Mengen rum. Ja, Hunderte. Wie viel willst du haben? Oh, Simon! Also, zuerst mal nimm sofort deine Füße von meinem nagelneuen Tisch. Und zweitens, keiner davon funktioniert. Irgendwer hat sämtliche funktionierenden Stifte einkassiert. Ja, aber selbstverständlich doch. Was soll denn das heißen? Es wäre wohl nicht sonderlich helle, die ganzen kaputten mitgehen zu lassen, oder? Ich glaube, ich mache es lang und schmerzhaft. Würdet ihr bitte nicht mit meinen Stiften abhauen, ja? Euretwegen musste ich mir eine sehr wichtige Telefonnummer auf Jennys Ritsch-Ratsch-Zauberblock notieren. Na ja, was Gutes hat das Ganze ja gehabt. Was denn? Jetzt wissen wir wenigstens, dass der Block funktioniert. Au, au, au! Was war das denn? Es tut mir leid, Mr. Kelly, aber Sie hätten auch nicht versuchen dürfen, meinen Heft dazu mopsen. Deswegen ziehen Sie mir eins mit einem Elektroschlagstock drüber? Haben Sie eine gewischt gekriegt? Ja klar, und nicht zu wenig. Nein, erzählen Sie mir bloß nicht, dass das schon wieder losgeht. Welchen Monat haben wir denn? April. Ah, naja, alles klar. Das passiert mir jedes Jahr im April. Oh ja, Aprilstrom. Und manchmal passiert es im März auch. Und nicht gerade selten passiert es auch im Mai. Betty, würden Sie bitte... Ich erinnere mich noch an einen November, also da war es wirklich ganz besonders schlimm. Betty, sagen Sie mir endlich, wovon Sie reden. Von elektrostatischer Aufladung, die hole ich mir immer furchtbar schlimm. Ach, das ist total irre, man holt sich keine elektrostatische Aufladung. Na, ich aber schon, ich bin nämlich extrem elektrophilistisch veranlagt. Was? Das Wort gibt's doch gar nicht, na, was Sie eben gerade gesagt haben. Philistisch. Ach, ein Philister ist jemand, der Briefmarken sammelt. Ja, und ein Elektrophilister ist jemand, der elektrischen Strom sammelt. Ich glaube nicht, dass dieses Gespräch stattfindet. Betty, elektrischer Strom ist kein Sammelobjekt. Ach nein? Dann werfen Sie nur mal einen kurzen Blick auf meinen Kamm. Sehen Sie? Dann stimmt es also. Sie sind wirklich so eine... Eine Elektrophilisterin, ja. Also, ich habe wirklich nicht gewusst, dass es sowas gibt. Oh, doch. Elektrische Ladung fließt bei uns durch die Familie. Einmal haben wir eine Glühbirne durch einfaches Händehalten zum Brennen gebracht. Oh, sozusagen, wo ein Wilson ist, ist auch ein Volt. Genau. Ah, angefangen hat alles, als ich 12 Jahre alt war und den armen alten Sid auf seiner Hühnerfarm einen Besuch abgestattet habe. Ich glaube, ich habe mich bei den Hühnern damit angesteckt. Jetzt werden Sie aber bitte nicht albern. Wie soll man sich mit sowas bei Hühnern anstecken? Das liegt doch klar auf der Hand, oder? Es waren Batteriehühner. Hi, Dad. Hi, Dad. Oh, hi. Habt ihr einen schönen Tag hinter euch? Ja. Ich habe gefragt, ob ihr einen schönen Tag hinter euch habt, aber hey, lass ich durchgehen. Ich habe sowieso keine Antwort erwartet. Dann ist ja gut. Warum ist in diesem Haus eigentlich nie was zu essen da? Ich habe mir schon oft überlegt, ob nicht damals männliche Jugendliche ins Land geschleppt wurden, die sich dann später zu wilden Tieren entwickelt haben. Also in sowas wie den australischen Wasserbüffel. Und wieso das denn? Weil sie eigentlich zu gar nichts gut sind. Sie trampeln durch die Gegend und fressen alles auf, was ihnen in die Quere kommt. Da liegst du gar nicht falsch. Ich habe mir auch schon oft überlegt, warum die überhaupt existieren. Ja, aber in ihrem Ursprungsland, wo immer das gewesen sein mag, da müssen sie zu irgendwas gut gewesen sein. Nein, wozu sollte man die denn brauchen? Ja,
weiß nicht, als Türstopper vielleicht. Nein, es dauert zu lange, bis die zu einer geistigen Arbeit abgerichtet sind. Apropos geistige Arbeit. Wie ist denn dein Tag so gelaufen? Oh, mit einem Wort katastrophal. Betty ist von Kopf bis Fuß statisch geladen. Alles, was sie berührt, kriegt einen unglaublichen Schlag. Mich hätte sie beinahe dreimal umgebracht. Sie hat den Kopieralarm gelegt und jedes Mal, wenn sie die Schreibmaschine berührt, schaltet die sich als Präventivmaßnahme aus. Ich habe ja schon immer gesagt, dass ihre Sekretärin Spannung in die Bude bringt. Oh, bitte. Hoffentlich hast du ihr klargemacht, dass bei dir nichts ans Netz geht. Ich glaube nicht, dass ich noch mehr davon verkrafte. Wenn das so weitergeht, wird er das Arbeitsverhältnis vielleicht auf Notstrom schalten müssen. Damit liegst du gar nicht mal so daneben. Sie musste gehen, bevor sie das letzte Elektrogerät ramponiert hat. Oh, und das hättest du natürlich nicht gewollt. Und dann ist sie nach Hause gewatschelt. Hör mal, du kennst mehr männliche Jugendliche als ich. Sind die alle so ekelhaft abstoßend wie die? Ach, die meisten schon, doch sie sind eben einfach nicht richtig gepolt. Warum steht heutzutage eigentlich nichts Vernünftiges mehr in der Zeitung? Hauptsache reißerisch. Hauptsache sensationell. Das Mädchen auf Seite 3 ist noch da. Oh ja, das Mädchen auf Seite 3 ist noch da. Sonja ist 17 und interessiert sich für Wasserski und existenzielle Philosophie. Als du 17 warst, Dad, haben die Mädchen da auch so ausgesehen? Als ich 17 war, hat kein menschliches Wesen so ausgesehen. Ich weiß nicht, ihr habt heutzutage einfach alles. Das hängt wohl damit zusammen, dass es keine Schulmilch mehr gibt. Ich meine, als die eingestellt wurde, da ist der ganze Welthormonhaushalt ausgefallen. Okay, Dad, ich bin dann weg. Ah, wohin weg? Ich gehe zu einer Dichterlesung. Ach, mit Sterling? Ja, mit Sterling. Und wer, wenn ich fragen darf, ist Sterling? Er ist ein Dichter. Heute findet eine Lesung einiger seiner Gedichte statt. Ich dachte, vorige Woche hätte schon eine Lesung einiger seiner Gedichte stattgefunden. Und? Er hat eben noch ein Gedicht geschrieben. Einige Leute lassen es nicht grundsätzlich bei einem Mal bewenden. Ah, genau, das gleiche hat Clarissa Thompson neulich auch gesagt, als Simon ihr... Na, schalt die Klappe! Oh, los komm, sag's, als Ehe was, Nasch. Als ich ihr ein Eis mit Kokosfettglasur gekauft habe und mir selber zwei davon. Ich möchte dich warnen, Simon, ein derart windiges Alibi würde kein Geschworener der Welt akzeptieren. Es ist das Beste, was ich so kurzfristig bieten kann. Frag mich morgen nochmal und dann tische ich dir was total Überzeugendes auf. Ja, belassen wir es dabei. Wie sind denn die Gedichte von diesem Sterling? Tja, das kann ich nicht sagen. Ach, hör auf, so abstrakt können sie ja nicht sein. Irgendeine Meinung musst du doch haben. Tja, ich habe eigentlich noch nie welche davon gehört. Was? Hörst du denn nicht zu, wenn er sie auf sein Dichterkränzchen vorliest? Nein, das tut er nicht. Er tut was nicht? So direkt liest er eigentlich nichts vor. Es sind stumme Gedichte. Gedichte, die stumm sind, ohne Wörter? Ja, Sterling stellt das Schweigen als eine Art emotionale Leinwand zur Verfügung und man bedeckt dieses Schweigen dann mit seinem eigenen lyrischen Gefühl. Ja, das ist praktisch wie auf Sopheten, wo jeder was mitbringen muss. Das gibt's doch gar nicht. Doch, es stimmt. Ich bin auch mal hingegangen und hatte ein total starkes Gedicht dabei. Ach, tatsächlich? Ah, zwei Mädels aus Bad Salzkitten. Danke, Natsch, das genügt. Ja, das haben die dann auch gemeint. Ja, ich glaube, dass dein Konzept einfach ein bisschen zu anspruchsvoll für die zur Verfügung gestellte emotionale Leinwand war. Daran hat es vermutlich gelegen. Jedenfalls muss ich jetzt wirklich los. Okay, viel Spaß. Dad, ich finde nicht, dass Debbie mit diesem Sterling-Typen herumziehen sollte. Er ist ein bisschen pervers. Ach, Simon, halt doch deinen Rand. Oh, reg dich nicht auf, Simon. Künstler sind immer exzentrisch. Ja, dieser Typ trägt also knallorange Socken. Und er hat eben eine Vorliebe für bunte Kleidung. Sei um 12 zu Hause, Debbie, ja? Er trägt sie über den Ohren. Sei um 11 zu Hause, Debbie. Hey, hier, Alter, in Young & Cool ist Ausverkauf. Young & Cool? Was ist das? Oh, bloß der allerteuerste Klamottenladen in der ganzen Stadt. Ja, und der beste. Oh, guck dir mal die schwarze Jacke an, heruntergesetzt auf $150. Oh, wow, warum kaufst du sie nicht? Willst du mich verkohlen? Ich bin ein armer Student, ich kann mir sowas nicht leisten. Ja, vielleicht kann ich sie dir ja kaufen. Du bist ein noch armerer Student, du kannst dir das sicher nicht leisten. Ach ja? Dad? Ich brauch keine. Aber die würde dir total gut stehen. Ja, ganz eindeutig ihr Stil. Und welche Farbe würdest du mir empfehlen? Schwarz. Schwarz. Schwarz würde total gut zu meiner neuen Hose passen. Für den Fall, dass du sie mir mal ausleihen willst. Das können nur Sie sein, Betty. Ja, Mr. Kelly. Wie haben Sie das erraten? Weil das Licht plötzlich so funzelt. Ja, ich habe eben an der Haustür eine gewischt. Ah, Sie sind doch nicht immer noch statisch aufgeladen. Doch. Heute Morgen wollte ich Castro füttern. Castro? Ja, mein Goldfisch, Fischel Castro. Da hätte ich auch selbst drauf kommen können. Was ist passiert? Na ja, ich hätte ganz vergessen, dass ich noch geladen war. Und als ich die Wasseroberfläche gerade ein bisschen berührt hatte, zoing, wurde er aus seiner Schüssel raus und quer durchs Zimmer. Das ist ja ganz furchtbar. Hat er es überlebt? Na ja, er hat total panisch rumgezappelt und da bin ich rüber zu ihm, um ihn aufzuheben und zoing, sobald ich ihn berührt habe, wurde er zurück in seine Schüssel katapultiert.
Und als ich dann ging, hockte er ganz zusammengekaut in seiner kleinen Unterwasserritterburg mit dem Köpfchen unter der Flosse. Es wäre besser, Sie würden sich ein Zitteraal als Haustier zulegen. Oh, Mr. Kelly, lassen Sie mich das doch machen. Nein, nein, ist schon gut, Betty. Fassen Sie bitte nicht den... Nein, nicht anfassen. Sehen Sie, was Sie angerichtet haben. Ich habe nicht anfassen gesagt. Gestern habe ich Stunden gebraucht, um den wieder zum Laufen zu bringen. Tut mir leid, Mr. Kelly, ich hab's vergessen. Husch, weg mit Ihnen, weg mit Ihnen. Sie kriegen ein Schild. Lebensgefährliche Elektroirre. Ja, dem armen, alten Mr. Paulsen hat er mal sicherlich nicht gut getan. Mr. Paulsen? Oh, der alte Knabe, der unten an der Ecke wohnt. Ja, er ist ja so ein Gentleman. Er sagt immer guten Morgen zu mir, wenn ich vorbeikomme. Und manchmal schenkt er mir sogar frische Blumen aus seinem Garten. Sie haben ihm doch nicht etwa eine gewischt? Naja, bestimmt nicht absichtlich, aber... Naja, er hatte so einen wunderbaren Strauß Löwenmäulchen und den hielt er mir entgegen. Und dabei haben sich unsere Hände nur ganz wenig berührt. Und was dann? Ja, also als erstes ist mal sein Hörgerät explodiert. Und dann hat sein Herzschrittmacher doppeltes Tempo vorgelegt. Und dann fing er an, durch seinen Vordergarten zu rasen und über die Rhododendronbüsche zu springen und die Bäume raufzuklettern. Ich musste seine Frau holen, damit sie ihm den Stecker rauszieht. Also hören Sie, Betty, Sie werden einfach extrem vorsichtig sein müssen, klar? Ach, ich weiß nicht. Passen Sie doch auf, also. Mr. Kelly, was soll ich denn bloß machen? Ich muss doch heute Nachmittag noch meine ganzen Lebensmittel einkaufen gehen und ich habe praktisch gar nichts mehr im Haus. Weder nicht noch Tee noch Obst, ich habe gar nichts mehr da. Dann kaufen Sie das in dem teuren Delikatessenladen. Und warum das? Da wissen die Kassiererinnen, dass die Kunden wegen der Preise geladen sind. Oh. Simon, hebst du mal dein Bein, bitte. Das andere. Beide, wenn es geht. Gleichzeitig, bitte, ja? Simon, warum hältst du deine Füße in die Luft? Ich trainiere freies Schweben im Raum. Ach, wirklich? Ja, ich bin schon 2 Fuß in der Luft. Er will gekitzelt werden, damit wenigstens einer lacht. Simon, kusch! Tag allerseits. Oh, prima, ihr seid ja alle hier. Ich habe nämlich für jeden eine Überraschung. Oh, du willst auswandern? Nein, ich könnte doch nicht von euch weg. Nein, ihr seid quasi meine zweite Familie. Ah, warum können wir nicht die dritte oder die vierte sein? Also, genau darüber wollte ich mit Ihnen sprechen. Wissen Sie, ich habe mir das durch den Kopf gehen lassen, was Sie zu mir gesagt haben. Was habe ich gesagt? Dass wir sowas wie Wasserbüffel sind und dass wir nichts dazu beitragen. Also habe ich mir vorgenommen, etwas zu tun. Was zu tun? Was beizutragen. Ja, das hier ist für euch. Mr. Kelly? Deborah? Oh. Und hier für Simon, meinen besten Freund. Natsch, das wäre aber nicht nötig gewesen. Nein, 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 das ist schon in Ordnung so. Ich meine, wenn Natsch danach ist, uns was zu schenken, dann soll er uns ruhig was schenken. Oh, wow, das ist ja die schwarze Jacke, das ist ja Irrsinn. Von Young & Kohle? Der Laden heißt Young & Cool, Mr. Kelly. Oh, Natsch, du bist ein Schatz, Dad. Guck mal, eine niegelnagelneue Ray-Ban. Ja, das ist doch weiter nichts. Weiter nichts? Natsch, die Dinger kosten über $100 und was? Oh, ein goldener Parker Füllfederhalter. Natsch, was hast du dir dabei gedacht? Wieso? Gefällt er Ihnen nicht? Natürlich gefällt er mir. Ich wollte immer so einen haben, aber warum kaufst du so furchtbar teure Geschenke? Heute ist ein ganz besonderer Anlass. Ja, was für ein besonderer Anlass? Also, ich hab's genau ausgerechnet. Heute jährt es sich zum 16. Mal, dass ich von euch was zu essen kriege. Was denn zu essen? Ein Brot, ja. Das war genau an unserem ersten Tag im Kindergarten. Wieso hast du ihm ein Brot mitgegeben? Mir hast du nie ein Brot für den Kindergarten mitgegeben. Ich hab dir jeden Tag ein Butterbrot mitgegeben. Ich hab's in ein grünes Plastiktäschchen gepackt, auf dem Simon Kelly 3,5 Jahre drauf stand. Na, mittags ist aber nie eins drin gewesen. Ja, vielleicht hat es jemand geklaut. Ach, hör auf, wer würde in einem kleinen Kind sein Butterbrot klauen? Naja, ich hatte eben Hunger. Heißt das, du hast mir 2 Jahre lang jeden Tag das Butterbrot geklaut? Nein, nicht jeden Tag. Ich erinnere mich an einen Tag, da hat dein Vater vergessen, dir eins mitzugeben. Danach war ich total stinkig. Simon, warum hast du mir nie gesagt, dass du dein Butterbrot nicht gekriegt hast? Naja, ich habe geglaubt, dass du mich absichtlich kurz hältst, damit ich später mal Jockey werden kann. Oh, wer hat dir denn den blöden Floh ins Ohr gesetzt? Ich hatte eben wirklich großen Hunger. Aber Simon, es tut mir wirklich leid. Ich hatte keine Ahnung, dass dir so viele Butterbrote entgangen sind. Ach, es geht nicht nur darum. Na, er hat gesagt, wenn ich dann später Jockey bin, darf ich ganz oft umsonst auf großen braunen Hottehüs reiten. Und ich war echt frustriert, dass dann daraus nichts geworden ist. Oh, Natsch, du solltest dich wirklich was schämen. Deshalb habe ich euch doch die ganzen Geschenke gekauft, um alles wieder gut zu machen. Aber Natsch, die Sachen müssen $300-$400 gekostet haben, das kannst du nicht bezahlen. Musste ich auch gar nicht. Sehen Sie, die Bank hat mir hier so ein Ding ausgestellt. Du hast eine Kreditkarte? Ja, total stark, was? Und deswegen kostet mich das ganze Zeug überhaupt nichts. Natürlich kostet es dich was. Irgendwann wirst du bezahlen müssen. Nein, ich bezahle doch bloß die Jahresgebühr. Darauf hätte ich schon vor Jahren kommen sollen. Ist doch toll. Das ist nicht toll. Man kann sich eine Menge Ärger mit Kreditkarten einhandeln. Ja, und dabei blüht dir schon von mir genügend Ärger. Was? Du bist mir doch nicht immer noch wegen dem Butterbroten sauer. Nein, aber du schuldest mir viele Runden auf großen braunen Hottehüs. Verflixt.
Mutti, du dumme Pute, du. Verflixt, jetzt hab ich's schon wieder gemacht. Betty, hören Sie, so funktioniert die Tipperei nie. Ach, nee, es tut mir leid, Mr. Kelly. Aber das ist die einzige Möglichkeit, wie ich verhindern kann, dass die Schreibmaschine ständig die Tasten einzieht. Ich besorg mir eine dressierte Robbe. Betty, Sie können mit Weltraumhandschuhen nicht ordentliche Briefe tippen, das funktioniert nicht. Ehrlich gesagt, Mr. Kelly, geht es sogar ein bisschen besser als sonst. Richtig schwierig ist es nur, ein neues Blatt in die Schreibmaschine einzuspannen. Aber wenn Sie mir die Finger nach hinten heften, ging es vielleicht einfacher. Betty, warum haben Sie sich nicht einfach Handschuhe besorgt, die Ihnen passen? Weil vielleicht jemand reinkommen könnte. Was? Es könnte doch jemand reinkommen und mich ein bisschen für dumm halten. Oh, kein Mensch kommt rein und hält Sie für ein bisschen dumm. Jeder, der hereinkommt, erkennt sofort, dass Sie ein wandelnder Webfehler sind. Und ist das gut? Nein, natürlich nicht. Also Betty, die Handschuhe sind Ihnen viel zu groß. Wieso? Ja, wenn ich Handschuhe anhätte, die mir passen, würden doch alle denken, ich hätte sie absichtlich angezogen und mich für ein bisschen dumm halten. Aber wenn ich Handschuhe anhabe, die mir viel zu groß sind, dann werden sie alle denken, dass ich sie aus Versehen anhabe. Betty, da ist eine Sache, die anfängt, mir Sorgen zu machen. Was denn? Es gibt Zeiten, da klingt das, was Sie so daherquasseln, beinahe sinnvoll. Oh, das ist aber gut, nicht? Ja, aber dafür kann es nur zwei Gründe geben. Entweder Sie fangen an, sinnvoll daherzuquasseln, oder ich fange an, den Verstand zu verlieren. Tja, ich bin immer noch dieselbe alte Betty wie eh und je. Genau das hatte ich befürchtet. Entschuldigen Sie, Mr. Kelly, kann ich Sie mal was fragen? Ja, sicher, Nat, schieß los. Also hieraus werde ich einfach nicht schlau. Ah, deine Kreditkartenabrechnung. Mann, die haben sich aber nicht viel Zeit gelassen. Ist doch erst 10 Tage her. Dann bin ich offensichtlich ein geschätzter Kunde. Gut, also was verstehst du nicht, hm? Hier ist eine Aufstellung der Sachen, die ich gekauft habe. Aber was ist das da für eine Zahl? Das sind die Zinsen. Heißt das, dass die mir auch noch Zinsen zahlen? Wow, spitze! Wie lange geht das denn schon so? Oh, Natsch, nur hör aber auf. Die bezahlt dir keine Zinsen, die berechnen dir Zinsen. Naja, aber bestimmt nicht viel, nehme ich an. Nein, bis jetzt ist es ja noch nicht viel, aber es wird immer mehr, wenn du nicht bezahlst. Oh, das ist aber nicht sehr fair. Sie haben mich gar nicht gefragt, ob Sie das überhaupt dürfen. So läuft's aber nun mal, Natsch. Ah ja, damit wäre also alles klar. Ich werde schleunigst zahlen müssen. Ja, und woher willst du $500 nehmen? Ganz einfach, ich besorge mir eben noch eine Kreditkarte von einer anderen Bank. Aber die Rechnung wirst du auch bezahlen müssen, Natsch. Oh, ja. Aha, ich glaube, ich weiß, wie ich das hinkriege. Ich werde die Abrechnung hier einfach mit einer zweiten Kreditkarte zahlen und dann besorge ich mir einen Kleinkredit bei einer dritten Bank, um die Abrechnung von der zweiten Karte zu bezahlen. Und dann brauche ich weiter nichts zu tun, als den Zwischenhändler auszuschalten. Welchen Zwischenhändler? Mich. Ja, ich werde einfach aus der ganzen Sache aussteigen und dann können die sich direkt bezahlen. Ist das nicht gerissen? Natsch, du hast doch nicht vor, von einer Yacht zu fallen und im Mittelmeer zu ertrinken. Du wirst einfach bezahlen müssen, gar keine Frage, Natsch. Das kann ich nicht, ich bin pleite. Na schön, dann musst du die ganzen Sachen eben zurückbringen und lässt dir das Geld zurückgeben. Simon, Debbie! Was ist denn? Bitte mal kommen. Ach, dabei wollte ich euch die Sachen so gerne schenken. Ja, ich weiß, Natsch, und ich finde es auch sehr nett, aber du musst den Tatsachen ins Auge sehen. Ja, Dad, was gibt's? Holt mal die Sachen, die Natsch uns geschenkt hat. Er bringt sie zurück und lässt sich das Geld wiedergeben. Meinetwegen. Dad, hast du dir die Sache wirklich gut überlegt? Ja, natürlich. Wieso? Tja, ich meine Simons Jacke und dein Füller, die sind Luxus, aber also meine Ray-Ban, die brauche ich nun mal wirklich. Du gehst sie auf der Stelle holen, Debbie. Ich bin wirklich total frustriert deswegen, Mr. Tja, Kelly. So läuft es nun mal, Natsch. Ich meine, das mit den anderen nimmt mich nicht so mit, aber ich habe mir wirklich gewünscht, dass Sie den Füller kriegen. Naja. Denn Sie sind doch quasi wie ein Vater nicht für mich. Nicht dein Vater. Aber Sie sind so... Mach ein Wort und ich verklage dich. Ah, sehen Sie, immer wieder versuchen Sie mich aufzumuntern. Ja, aber wissen Sie, ich hatte gedacht, ich hätte Ihnen endlich mal was geschenkt, worüber Sie sich so richtig freuen. Jetzt komme ich mir vor wie ein Versager. Oh, Natsch. Wie viel hat der Füller gekostet? $95. Hm. 97,50 mit den Zinsen. Ja gut, hier hast du das Geld. Gib's mir in 2000 Jahren zurück, ja? Oh, toll. Danke, Mr. Kelly. Jetzt fühle ich mich schon wirklich viel besser. Hier, bitte sehr, Alter. Aber Debbie wirst du die Brille von der Nase meißeln müssen. Okay. Weißt du, Dad, ich glaube, du hast dir da gerade selbst ein Geschenk gekauft. Ja, Simon, ich weiß. Aber er wollte ihn bezahlen. Und es zählt nur der gute Wille. Denke ich. Oh. Tachchen. Gut, Betty, ich nehme an, Sie werden sich jetzt fragen, warum ich Sie gebeten habe, noch heute Abend herzukommen. Ja, schon. Ich habe etwas für Sie und ich wollte nicht bis morgen früh damit warten. Einen Moment. Ich liebe Tja, mag sein, dass Sie Überraschungen lieben, aber ich liebe keine Stromstöße und deshalb habe ich Ihnen das hier besorgt. Was ist das?
Das ist ein Massekabel. Ich hab's vom Wagen abgenommen. Also, was haben Sie denn jetzt vor? Ich hefte es an Ihren Rocksaum. So, okay, gut. Jetzt sind Sie geerdet. Wollen wir mal sehen, ob's funktioniert. Oh. Das ist ja fantastisch. Herzlichen Glückwunsch. Sie sind hiermit offiziell entspannt. Oh, danke, Mr. Kelly. Das ist ganz toll. Und das ist so noch was gut? Und wozu? Ich habe immer schnell was zur Hand, wenn ich mich am Riemen reißen muss.